MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Willkommen, liebe Fußballverrückten da draußen, zum Rückspiel des umkämpften YouTube-Pokals hier zwischen Bombardin und mir. Ja. Das Hinspiel hat er ja verdient. Hochverdient mit 2-0 gewonnen. Ja. Es wäre fast ein 3-0 geworden, aber Peter Cech, es wäre eigentlich ein 8-0, was weiß ich nicht geworden. Peter Cech hat seinen besten Tag gehabt. Ich hoffe, er rettet mir jetzt wieder den Arsch. Ansonsten muss ich mal gucken, was ich mit meinem Team mache. Alles verkloppen und mir nur Infos holen. Und dann gibt's die Revanche. Aber ich glaube, selbst die würde mir nicht helfen. Ja, schauen wir mal. Von daher gehen wir jetzt einfach mit ins Spiel in den Signal Iduna Park. Also er hat Dortmund Trikots, Signal Iduna Park. Also langsam glaube ich doch, da ist was dran mit den Dortmundern. Ach nee, du. Ich habe nur in meinen Packs keine besseren Stadien gezogen. Okay. Und ich weiß ja, dass du zu faul bist, um zu suchen. Genau, so ist es. Den Einmarsch wieder obligatorisch mitnehmen hier. Oh ja. Diesmal ist Sonnenschein, das wird für mich schwierig. Ich kann besser in Regen spielen eigentlich. Ja, da können sie besser grätschen, ne? Ja, da rutschen sie besser. Und zwar ist die Schusskraft dann nicht mehr wie bei mir zu sehen, war nicht mal ganz so doll. Das war ja ein cooler Ball, sagt man im Fachkreis. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich habe echt eine Brechstangenabwehr, also... Ja, Naidu, der hat echt einige Dinge da rausgekriegt. Das ist schon eine krasse Abwehr bei mir. Also ich bin echt zufrieden mit meiner Mannschaft, so ganz allgemein. Und dann kommen noch Christian, der Torjäger Fuchs noch dazu. Das war ja ein Traumschuss. Also ja. Das war ja... Das war echt sensationell. Oh ja. Leider habe ich ja, oder musste ich ja die Fangesänge jetzt runterschrauben. Weil sonst wäre die Atmosphäre jetzt richtig greifbar spürbar. Ja, du musst auch dazu sagen, die Fangesänge, die motivieren dich natürlich zusätzlich und deswegen hast du halt auch verloren. Ja, weil hast du die runtergeschraubt bei dir, oder? Ja, ein bisschen, aber nicht zu krass. Okay, ja, ich habe die ja natürlich auch so, aber so, dass ich halt denke, dass, dass sie mich noch anstacheln, aber nicht mehr so störend für die Zuschauer sind, so kann man sagen. Okay. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht stacheln sie dir ja diesmal so an, dass du... mir 3 Tore reinhaust. Ja, ich bin jetzt echt gespannt. Obwohl, Diouf ist, glaube ich, sogar noch ein besserer Stürmer als Lewandowski, weil der ist super schnell und ist auch sonst abschlussstark. Ja, aber ich weiß nicht, also mir kommt es immer so vor, als würde er ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, leicht umfallen. Ja, das kann sein, aber das haben die Kanadier ja alle so an sich. Glaube ich, also ich finde, dass sie recht schnell umfallen. Wow! Ah, meine Güte! Das geht ja schon gut los. Wäre ein Blitzstart gewesen. Das geht ja richtig gut los hier. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir keine fange. Ah, oh, das war ja eine richtig krasse Drehung. Oliver Bierhoff, like. Das waren noch Zeiten als kleines Kind. Oh ja. Oh oh. Oh! Was? Nein! Jetzt! Nein! Da ist er drin! Nein! Das wird ein spannendes Spiel. Ich seh's schon kommen. Aguero. Ich glaube, ich muss ein bisschen defensiver gehen. Hat mich erlöst. So, jetzt kann ich auch erstmal hier zurück, oder? Ja, ein paar Tore mehr solltest du schon noch schießen, ne? Ach. Ich habe ja noch Zeit hier, 80 Minuten. Ich spiele aber auch noch mit, ne? Oh nein! Nein! Oh, da war er wieder, Naldo, glaube ich, ne? Ja, das war, glaube ich. Entweder Santana oder Naldo sind beide super. Ja, ne, ich gucke dann auf die Hautfarbe meistens. Oh, da ist er richtig gut ausgewichen. Halt, was machst du denn? Hast du einen Hasen gefrühstückt? Ja. Hier einen Haken, da einen Haken. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja, aber es ist sehr effektiv anscheinend. Also zumindest gegen mich, ich weiß nicht. Was? Ach, ich weiß nicht. Also in Liga 1, da gibt's Spieler, die können damit super umgehen und welche, die können da gar nicht mit. Nein!
Das war gut. Oh, da war er zu langsam. Da habe ich nicht so gut reagiert. Nur erstmal zurück hier. Nein! Den hätten sie rüberpacen sollen. Also ja. Rüberpassen, meine ja, ich. Ja. Nicht pacen. Ey! Da hast du ihn doch wieder mit. Also heute hat Adler seinen Bombentag. Ja, ist auch gut so. Abseits, oder? Ja. Schade. Ja, da wäre auf und davon gewesen. Da hätte er einen LKW dazwischen. Ja, das war ganz klar. Nein. Hast aber Stuss gehabt jetzt. Ja, hätte ich zu den anderen gespielt, das wäre falsch gewesen. Na komm. Boah, drei Leute ticken den da, ey, das ist ja... Brechstangenabwehr. Okay. Ah, das war Santana. Ja, mit seinem Bummschädel. Das war schlecht. Mit sowas kommst du nicht. Mit sowas nicht bei Tschech. Was macht er denn? Das war ja eine Abwehrleistung hier, der Kopfball zu deinem Spiel. Ich weiß gar nicht, wieso bei mir Vidal immer für die Ecken eingestellt ist. Götze ist wesentlich besser. Das kann man bei FIFA 14 Gott sei Dank grundsätzlich ändern. Also direkt im Teammanagement. Spring mal am Ball vorbei, ist gar nicht... Ey, was ist denn jetzt los, Mann? Ihr führt, ihr müsst doch keinen Muffinsausen haben. Ich meine, die klar, Nervosität. Klar braucht ihr noch ein Tor für die Verlängerung, aber... Wow! Boah, da hat Peter Tschech den Knüppel rausgeholt. Na, jetzt hält er auch wieder. Ganz schön. Ja, jetzt muss sich die Abwehr hier erstmal fangen. Ach, ich hätte Martinez nicht einsetzen sollen schon wieder. Das Khedira gefällt mir besser. Der Martinez ist, glaube ich, langsamer auch. Ja, aber ich weiß nicht. Er ist halt ein bisschen für die Abwehr stabiler, ne? Ja. Glaube ich zumindest. Kommt ich glaube, Khedira ist auch offensiv stärker. Dafür. Was? Freistoß? Wieso Freistoß? Ich habe mit Ecke gerechnet. Ne? Aber ich wollte auch eine Ecke haben. Freistöße kann ich mal absolut gar nicht. Ich auch. Das war mir jetzt gefährlich. Ja, habe ich auch gedacht. Meine Güte. Okay, ich habe hier irgendwie gerade ziemlich Muffen. Ich weiß auch nicht. Ein Rollerchen. Solide. Da war er wieder, der Naldo. Das Schöne ist, mit Naldo kann man einfach auch mal nach vorne stürmen. Ja. Was war das denn? Meiner springt erst am Kopfball vorbei, deiner köpft und wird dann angeköpft. Also meiner wird angeköpft hier, der sich da die Beine bricht. Warum bleibt jetzt stehen, der Pisscheck? Adler. David Silva ist nicht so der beste Kopfball. Also beide Fans, die feuern hier gut an. Ja, typische Dortmunder Fans, ne? Erfolgsfans eben. Ja, das kenne ich nicht anders mit Schalke, leider Gottes. Das ist... So im wirklichen Leben ist das echt schade. Ja. Was macht er? Was macht er denn? Jetzt müssen wir ja achten, aber die Abwehr hat ihn gut rausgeholt. Ja, ich komm gerade irgendwie nicht so durch bei dir. Ja, das kann ruhig so bleiben. Nein! 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 Mein Gott! Das war knapp. Da hätte Tschech nichts mehr machen können.
Was eine Chance. Oh. Ich wittere keinen Konter. Blöder Schiri. So, Aguero hat es mit dem frühen Tor super vorgelegt. Aber jetzt muss ich gucken. Aber trotzdem hast du wieder sehr viel mehr Schüsse aufs Tor. Ich weiß nicht. Müssen wir jetzt mal abwarten, was die zweite Halbzeit bringt. Wow, du greifst da auch ganz. Ah, da ich einmal zu viel gedrückt. Das wäre gefährlich geworden jetzt. Das war ein dummer Fehler von mir. Da wollte ich einfach zu viel Haken schlagen. Ja. Und ein. Nein! Oh. Nein, wo läuft denn? Den Ramos! Was war das denn? Da wollte ein klassischer Fan, Ramos. Da wollte ein Fan den Ball haben und ich habe gedacht, komm, geh mal den Ball. Aber das wäre kritisch für dich geworden jetzt. Ach, der Adler hält sowas. Oh, oh. Den habe ich eigentlich drin gesehen. Es war wieder eine Wahnsinnsparade. Das ist unglaublich, was der Mann hier. Ja, mag ihn! Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Was war das jetzt für ein Pass, der eigentlich in die Spitze gehen sollte? Der war ein bisschen, ja, deplatziert, ne? Ja. Oh, nein. Ja. Nein. Komm, faul. Ach, Quatsch. Renn doch los hier. Ach, Götze wieder. Ah, Mann. Ja. Ah, jetzt geht es nicht. Nein! Elfmeter! Warum denn Elfmeter? Für was denn? Jawoll! Nur weil ich schwarz bin. Und eine gelbe noch dazu. Unglaublich. Für was denn? Jetzt zeig mir mal für was. Ach, nur ja, weil der Ellbogen im Ohr hing, oder ja, was? Ich weiß absolut nicht, wie man springt. So, wer schießt denn den Elfer? Ach komm, mal, das macht der Eto'o. Ich weiß nicht, wie man springt, das ist unfair. Ja, du weißt nicht, wie du springst. Ich bin doch nur einen Schritt nach links gerannt. Also gegangen. Das reicht. Mann. Ja, bei Tschech reicht das, das stimmt. Ich hätte ihn tot nicht schießen lassen sollen. Mensch, hättest du den Vidal gemacht. Ey, jetzt ist aber gut da mit dem Fallen lassen, ne? Das ist ja unglaublich hier. Die fallen ja schneller als die Juve. Ah Gott, aber ich komme jetzt auch nicht durch deine Abwehr durch. Ja, die ist gemein. Und das, obwohl ich gar nicht auf voller Defensive spiele. Ah. Oh, wo spielt da hin? Jetzt werden sie wieder nervös, mein Mann. Mist. Tschech muss man echt irgendwie ausspielen, da kommst du mit einem normalen Schuss gar nicht durch. Ja, es sei denn, du bist Fuchs. Ja, Fuchs kann alles. Also das Tor, das war unglaublich. Das werde ich nicht vergessen, ich träume davon bestimmt. Albträume hoffe ich mal. Ja. Oh oh.
Das gefällt. Nein, Mann. Da ist er, Fuchs. Bleib bloß weg. Ja, schöne Querpass von 16er, Mann. Warst du nicht in der E-Jugend oder so? Oh oh. Das wiederum gefällt mir gar nicht gut. Ach. Oh. Mann, da Glück hab ich dich zu weit abbringen lassen. Komm, steh doch auf hier. Ich glaub, ich muss gleich nochmal wechseln, wenn ich das rettende zweite Tor machen will. Ja, ich denke, du solltest dann mal wechseln. Dann kann ich auch wechseln, ne? Nein! Nein! Oh, Pisscheck. Komm schon, komm schon! Ah. Nein. Ja, ich muss im Ballbesitz sein, okay. Ah, okay. Mach mal so. Jetzt gibt's erstmal eine gelbe für mich. Ich wollte gerade sagen, eine rote, weil das sah so rot aus. War klar, rot. Ja, mindestens. So, jetzt ist hier erstmal Wechsel angesagt. Ich wechsle auch mal. Ah, ja, 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 ja. Zentral offensiv kommt jetzt wieder unser kleiner Shinji rein. Und ich denke, Defoe, den bringen wir jetzt mal für Van Persie, weil Van Persie haben wir noch nicht so viel gesehen von. Deswegen denke ich mal, können wir den ruhig auswechseln. So, solange wie jetzt hier noch Pause ist. Schnell einen kleinen Vitamintrunk zu mir genommen. Vitamine sind wichtig. So. Klose, Müller und Khedira. Oh, jetzt setzt er auf Offensiv. Naja. Müller ist eigentlich schlechter als Reus, aber ich mag ihn. Oh Gott. Und ich dachte, es gibt jetzt wenigstens Ecke. Nix gibt's. Gar nichts gibt's. Klose hat in der Nachspielzeit vorher auch eins geschossen, ne? Wow! Du liebst das Risiko, ne? Ja, kann man so sagen. Ich habe gehört, Risiko ist dein zweiter Vorname. Ach Gott, was macht er denn? Ja, aber du, Hauptsache, du spielst ihn auch nochmal. Er hat ihn noch so richtig gegen den Popo bekommen jetzt. Ja. Boah. Ich glaube. Ah, nein, lass ihn doch nicht liegen. Lass ihn doch nicht liegen. Das wär's gewesen, ey. Mist. Ah, wo spielen die denn jetzt hin hier? Och Gott, jetzt dribbelt da zwei Spieler von mir aus. Ja, das ist Khedira. Glaube ich. Oh, nein, da wollte ich gar nicht hin. Nein, aber es hat funktioniert. Es war alles natürlich. Eine Minute Nachspielzeit. Plan. Da ist das. Ich würde gern noch einen Ausgleich schießen jetzt. Oh oh. Und mir vielleicht kein Tor mehr. Nein, wo spielt er denn so durch hin? Mann, das wäre er gewesen. Okay. Nein. Ja, das Spiel geht an dich. Das hast du gut gespielt. Das muss man dir lassen. Zu viele individuelle Fehler, sagt man so schön. Und wieder Tschech. Du hast auch einen Elfer gehalten. Oh, Tschech 9,9. Respekt. Aber Hauptsache, zwei meiner Spieler sind einfach nicht in der Wertung, weil die zu wenig geleistet haben. Ja, so geht's bei mir aber mit allen Einwechslern, also, naja. Ja, okay, die waren jetzt zu spät auch gewesen, glaube ich, ne? Ja. Und der Cup geht jetzt an mich natürlich, aber... Ja. Knapp, knapp. Ja, das wäre echt nicht schlecht jetzt gewesen. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Ja, ich bedanke mich bei dir. Das war auf jeden Fall super. Und bei FIFA 14 gibt es auf jeden Fall Revanche. Auf jeden Fall. Also das wird dann richtig krass. Ja,
Dann baue ich mir nochmal ein schönes Bundesliga-Team auf und dann geht's in die Vollen hier. Ich muss mal gucken, ob wieder England dran glauben muss oder ob ich nicht vielleicht auch in die Bundesliga komme. Oder vielleicht mache ich was ganz anderes. Okay. Guck mal. Ja gut, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, das stimmt. Das wird super. Ja, dann bedanken wir uns wieder bei euch. Danke, ja, danke schön, dass ihr euch unterhalten lassen habt. Wir fanden es spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sagen wir bis zum nächsten Video. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.